Willkommen zurück zu The New Beginning. Wir müssen also versuchen, den Keilriemen irgendwie anzupassen. Oh, hier ist Öl. Rapsöl. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Energiebilanz von Biotreibstoffen zu belegen. Ja, und deswegen schauen wir uns hier mal weiter um. Können wir das gebrauchen? Ja. Ist hier noch was? Können wir damit was machen? Kladderadatsch. Kladderadatsch. Halt. Schließen. Hier geht nichts auf. Bücherregal. 1001 Rezept für fettarme Salate von Frieda Runheim. Dr. Angust verspricht sich davon, dass es meine Perspektive auf die Ölkrise aufhält. Aha. Mein Hobby, Keller und ich. Der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben von Björn Boland. In Fettnäpfchen zu treten gehört wohl zum Berufsrisiko vom Psychologen. Wenn die Luft raus ist. Motivationstechniken für das reife Alter von Aki Teutonen. Oder, wie man lernt, Dinge zu tun, die man früher aus gutem Grund abgelehnt hat. Tanzkurse besuchen, zum Beispiel. Ja. Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Workaholismus von Gunnar Larsson. Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen. Oh ja. Ja, aber nix, was man sonst so nehmen könnte. Okay, dann gehen wir nochmal unten in den Keller. Sehen, was wir da finden noch. Können wir immer noch nicht mitnehmen, oder, die Angel? Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angust etwas anderes behauptet. Okay, haben wir hier noch was? Da ist nichts mehr drin, was ich brauchen könnte. Hier was? Wie passend. Sie ist um kurz vor 12 stehen geblieben. Die Symbolik ist beunruhigend. Aber bis in alle Ewigkeit 5 vor 12 ist immer noch besser als irgendwann 5 nach 12. Na, da hast du recht. Kommode ist aber auch nichts, was wir mal mitnehmen können. Schalter. Okay, und draußen. Die gute Frau kann das auch nicht helfen, oder? Ich bin beschäftigt. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber je schneller Sie... Okay, Müll. Früher hätte ich das noch gemacht, aber später die reinste Sisyph... Mann. Boot. Das Boot hat auch schon, aber noch schwimmt es. Okay, gehen wir erstmal hier runter. Oh, so geht's schneller. Gut. Fogger, Fogger, Fogger. Klappe. Ob wir das hier benutzen können?
Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Mist, zu lang. Mumpitz. Schrott. Kann man aber auch nichts mitmachen. Ein alter Fahrradschlauch. Na komm, leg den noch mal drauf. Mist, zu lang. Der Schlauch ist zu lang. Der Schlauch ist zu lang. Ja, ich sehe es ja. Scheint in Ordnung zu sein. Der Schlauch ist zu lang. Ja, müssen wir doch nur. Halleluja. Man kann auch nichts mitmachen. Ein alter Fahrradschlauch. Dann nochmal. Ich drehe mich im Kreis, womit ich dem Keilriemen eines... Tja. Das ist komisch. Vorbauklappe. Können wir den dann anpassen? Das sind ja Messer, aber... Ich räume das morgen weg. Ja. Ich habe genug gesehen. Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Kann man nicht aufmachen. Darin ist nur das Notwendigste. Hier hinten? Nee. Ich räume das morgen weg. Ich räume das morgen weg. Mein Bett. Mein Bett. Also, ich weiß nicht. Es ruckelt hier schon wieder ein bisschen. Irgendwas. Die Bar. Küchenschrank. Ein trauriger Anblick. Das sollte ich mal machen, aber nicht heute. Ja, ich komme ja irgendwie nicht weiter. Fängt es auch mal an zu ruckeln. Hier noch mal alles durchgucken. Schalter. Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Ja, das genießen. Klar. Okay. Das ist doch Humbug. Schalter.
Gibt's hier irgendeine Taste? Gibt's aber auch keine Taste, die mir was anzeigt. Okay. Ich guck mal in der Option. Effekte. Nee, haben wir nichts. Vollbild, Musik. Okay. Haus finden wir auch nichts. Hubschrauber, ja. Ist das eine Satellitenschüssel? Seltsames Ding. Was auch immer da drin sein sollte, es geht mich nichts an. Ist das eine Satellit? Seltsam ist. Tja, keine Ahnung. Der will auch nie reden. Hier finde ich jetzt nichts. Esstisch. Kühlschrank ist nicht drin. Schlafkoje. Das Boot hat auch schon, aber noch schwimmt es. Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mit... Die Angel kann man auch nicht nehmen. Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angus etwas an... Tja... Hier liegt auch nichts. Fogger. Mein Fogger. Ohne neuen Riemen wird das... Ein alter Fahrradschlauch. Mist, zu lang. Da war die Schraube drin. Die Schraube drin. So, das Öl haben wir ja nicht mehr. Laufrad. Es bewegt sich wieder reibungslos. So, na gut, dann müssen wir bis zur nächsten Aufnahme warten, wo wir hoffentlich weiterkommen. Bis dahin und tschüss.